Und bei Börde, ich bin auch seit über 20 Jahren in der Kommunalverwaltung tätig gewesen, jetzt nicht mehr. War auch etliche Jahre hier in Magdeburg in der Stadtverwaltung, war dann selber Leiter eines gemeinsamen Verwaltungsamtes, einer Verwaltungsgemeinschaft in Seehausen, Klein-Wansleben, und kann, denke ich mal, ganz gut über die Problematik Bürgermeister was sagen. Ich war selber auch 10 Jahre lang stellvertretender Ortsbürgermeister bei uns in Ehlendorf und Mitglied im Gemeinderat, sowohl von Ehlendorf als auch von Garnelen. Das nur so. Ich kenne also beide Seiten, sowohl die Verwaltung als auch die ehrenamtlich Tätigen. So ganz, wie gesagt, würde ich nicht mitgehen, dass nur schlechte Leute in der Verwaltung sitzen. Es ist schon auch seitens vieler Verwaltungsmitarbeiter natürlich ein Bemühen da, dass man die Aufgaben auch entsprechend bürgerfreundlich mitgestaltet. Ich glaube, das hat in den letzten Jahren sich doch erheblich gewandelt. Insofern vielleicht nochmal zur Ehrenrettung. Ich möchte nur nochmal, weil es nachher vielleicht auch wichtig ist, unsere Strukturen in Sachsen-Anhalt ein bisschen zeigen. Das ist zum einen, haben wir die Landkreise, wir haben die kreisfreien Städte Magdeburg, Dessau-Roßlau und Halle. Jetzt hat ein WLAN aufgemacht. Und wir haben Piraten die 2013, Gemeinden. Der macht kein WLAN. Und bei den Gemeinden unterscheiden wir einmal in Einheitsgemeinden und einmal in Verbandsgemeinden. Früher gab es also noch die Verwaltungsgemeinschaften, die sind glaube ich seit 1.7. endgültig weg. Ich glaube, die letzte ist jetzt umgewandelt worden. Und insofern hat man jetzt als Ersatz diese Verbandsgemeinden geschaffen. Das sind jetzt hier die Grünen. Und man sieht hier vielleicht, das ist ein bisschen unscharf, die Verbandsgemeinden sind ein Verwaltungsverbund, wo einzelne selbstständige Gemeinden drin vereint sind. Das ist also nochmal wichtig, um auf die Funktion des Bürgermeisters zu kommen. Kannst du dann mal bitte draufdrucken? Wir haben also bei der Gemeinde grundsätzlich nach der Gemeindeordnung den Bürgermeister und den Gemeinderat. Das sind die beiden Organe. Sie sind auch beide gleichberechtigt und beide, also auch der Gemeinderat, der ehrenamtliche Gemeinderat, gehören dann zur Kommunalverwaltung. Das ist oft, wird sowas nicht wahrgenommen, dass also auch der Gemeinderat zur kommunalen Verwaltung gehört, weil er einfach gewählt wird auf 5 Jahre, weil er eben oft aus Laien besteht, nicht aus Fachleuten. Wobei ich natürlich beim Bürgermeister einschränken muss, der besteht auch nicht in jedem Fall aus einem Fachmann. Das ist eine Wahlfunktion, da komme ich noch dazu. Und insofern ist einfach keine Forderung da, dass er bestimmte Qualifikationen, zum Beispiel Verwaltungsangestellter, Verwaltungsbeamter hat. Wir haben hier einen Sonderfall gehabt mit den Verwaltungsgemeinschaften. Da gab es also die Forderung, dass der Leiter eines gemeinsamen Verwaltungsamtes einer solchen Verwaltungsgemeinschaft entsprechende Qualifikationen nachzuweisen hatte. Das ist dann wieder eine Frage des Wahlrechts, da komme ich dann auch noch dazu. Das ist also grundsätzlich die Gemeinde, das betrifft die Einheitsgemeinden und das betrifft auch die Mitgliedsgemeinden in den Verbandsgemeinden. Bestehen also grundsätzlich aus diesen beiden Organen. Wir haben dann noch die Verbandsgemeinde, die bei diesen Verwaltungsverbünden oben drauf gesetzt ist. Und da gibt es dann den Verbandsgemeindebürgermeister und den Verbandsgemeinderat. Das ist also dann nochmal ein aufgefropptes Gebilde, was letztendlich dann eine gewisse Verwaltungskraft darstellen soll, diese Verbandsgemeinde, weil man einfach unterstellt, dass eine Gemeinde mit 1000 Einwohnern einfach nicht das nötige Fachpersonal vorhalten kann. Und insofern hat man das gebündelt. Das war also schon seit 1994 die Grundlage auch dieser Verwaltungsgemeinschaften. Die Verwaltungsgemeinschaften hatten etliche Nachteile, was die Befugnisse betrifft, vor allem des Leiters des gemeinsamen Verwaltungsamtes. Er war mehr oder weniger, hatte nicht die starke Stellung, die heute ein Verbandsgemeindebürgermeister hat.
Grundsätzlich ist der Bürgermeister derjenige, der die Gemeinde repräsentiert und vertritt nach außen. Er ist also die Person, so wie sie also auch gerne dann in der Öffentlichkeit, in der Presse überall dargestellt wird. Es wird also kaum irgendwo zu erleben sein, dass der Gemeinderat oder selbst ein Gemeinderatsvorsitzender wird kaum so in der Öffentlichkeit erscheinen. Es gibt vielleicht in manchen Kommunen die Besonderheit, dass das dann mal gemacht wird, aber letztendlich der Gemeinderat an sich als Personengruppe, als Personenmehrheit hat kein Vertretungsrecht für die Gemeinde. Das steht alleine dem Bürgermeister zu. Und in der Besonderheit der Verbandsbürgermeister auch nur, wenn es die Verbandsgemeinde betrifft. Das heißt also, der Verbandsbürgermeister, der Verbandsgemeindebürgermeister darf also nur die Verbandsgemeinde vertreten und nicht die einzelne Mitgliedsgemeinde. Da hat ja keine Vertretungsbefugnis. Die Vertretungsbefugnis tritt nicht nur im repräsentativen Bereich in Erscheinung, sondern vor allem auch, wenn es um Klagen geht, um Widersprüche. Das hatten wir heute ja schon mal vorhin kurz dargelegt. Also der Bürgermeister wird dann in der Regel vors Gericht gezerrt und muss dann dort die Gemeinde entsprechend vertreten. Er bedient sich dann so natürlich oft eines Fachmanns, eines Mitarbeiters aus der Verwaltung oder eines Rechtsanwaltes, das ist also durchaus möglich. Wir haben also hier bei der Verbandsgemeinde den hauptamtlichen Verbandsgemeindebürgermeister und den ehrenamtlichen Gemeindebürgermeister. Der hauptamtliche Bürgermeister, das gleiche ist also hier bei der Einheitsgemeinde und der hauptamtliche Bürgermeister. Der hauptamtliche Bürgermeister kriegt also eine richtige Besoldung, der unterliegt dem Beamtenrecht, ist ein Beamter auf Zeit. Für seine Amtszeit wird er also entsprechend verbeamtet. Er hat keinerlei beamtenrechtliche Voraussetzungen dafür mitzubringen, für diese doch recht hoch dotierten oder eingruppierten Besoldungsstellen. Außer natürlich die üblichen, also dass er der Freiheit der demokratischen Grundordnung entsprechend aufgeschlossen gegenübersteht und solchen Dingen. Aber ansonsten ist eigentlich, sagen wir mal, jeder Facharbeiter in der Lage heute oder möglich, wenn er gewählt wird, auch Oberbürgermeister einer kreisfreien Stadt zu werden. Wir hatten das ja gerade mit Halle durch, hier mit dem Christian Kunze, wo versucht wurde, ich weiß jetzt nicht, ob er Facharbeiter ist, das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest wurde ja versucht, ihn zum hauptamtlichen Bürgermeister wählen zu lassen. Ansonsten in allen Gemeinden über 25.000 Einwohnern heißt dann der Bürgermeister auch ein Oberbürgermeister. Das ist also ein Begriff oder ein Titel, den sich viele im Rahmen der Gebietsreform gerne hätten geben lassen. Also man hat zum Beispiel in Oschersleben versucht, so viele Gemeinden wie möglich reinzubekommen in den Gemeindeverbund, damit der Herr Klenke dann vielleicht irgendwann mal Oberbürgermeister heißt. Er hat es aber nicht ganz geschafft. Stört das jetzt von dem Licht? Ja. Also wenn es zu hell ist. Er hat also, wie gesagt, es nicht geschafft. Meine Decke. Oschersleben hat jetzt 21 oder 22.000 Einwohner, hat jede Menge Gemeinden ringsrum an der Backe und kommt eigentlich hinten und vorne nicht klar. Also es ist nicht unbedingt immer sehr schön, wenn da ein einzelner Bürgermeister dran ist. Er muss Oberbürgermeister heißen. Der Herr Eichler von Heinsleben hat es auch versucht, aber er hat dann auch mal erkannt, es ist nicht mehr handelbar. In Gardelegen haben wir, glaube ich, den Fall, dass durch diese viele Eingemeindung dass die drittgrößte Stadt jetzt, glaube ich, in Deutschland ist. Von der Fläche her. Mhm. Ja, das ist alles ein bisschen Irrsinn. Und da steckt viel, viel auch mit hier in dieser Ehrenbezeichnung Oberbürgermeister. Der hauptamtliche Bürgermeister, also sowohl der von der Einheitsgemeinde als auch der Verbandsgemeinde Bürgermeister, ist grundsätzlich Chef der Verwaltung, der Gemeinderäte. Das hatten wir schon dargelegt vorhin, Olaf. Ich brauche mir das jetzt hier nochmal, das aufzuschreiben.
Die Besonderheit bei dem ehrenamtlichen Gemeindebürgermeister, er ist nicht, er hat mit der Verwaltung nichts zu tun. Er hat den Vorsitz des Gemeinderats. Das ist die Besonderheit, Olaf, was du vorhin gesagt hast. Nicht in jedem Fall ist der Bürgermeister Vorsitzender von dem entsprechenden Rat, sondern nur, wenn er ehrenamtlich tätig ist. Wenn ich ein bisschen leid. Ja, könnt ihr mal bitte nicht so klatschen? Also wer erzählen möchte, bitte dahin oder nach oben. Ja, danke. Gut, also das ist also hier ist auch zum Beispiel sehr viel Sprengstoff mit drin, emotionaler Art, habe ich nur auch oft erlebt, weil das Ähnliche war dann also auch bei den Verwaltungsmannschaften, dass also der, wenn der Bürgermeister Chef der Verwaltung ist, dann hat er ein ganz anderes Verständnis zur Verwaltung, als wenn der Bürgermeister Vorsitzender des Gemeinderates ist, weil dann er natürlich auf der gefühlten Feindesseite steht. Ja, denn diese Problematik mit Gemeinderat und Bürgermeister, obwohl sie eigentlich zusammen die beiden gleichberechtigten Organe sind, eine Gemeinde, gibt es da doch oft sehr viele Schwierigkeiten, aber das können wir vielleicht nachher nochmal beleuchten. Also wie gesagt, hauptamtlicher Bürgermeister, Chef der Gemeindeverwaltung, ehrenamtlicher Bürgermeister, Vorsitzender des Gemeinderates. Kannst du bitte nochmal gleich weiter? Das hat nochmal, nee, vielleicht doch nochmal zurück. Ja. Das hat also auch hier, ist eine Frage des wirtschaftlichen Statuses. Also wenn ich hauptamtlicher Bürgermeister bin und Chef einer Gemeindeverwaltung, je nach Einwohnergröße ist es ein recht lukrativer Posten, würde ich mal so sagen. Gerade in Sachsen-Anhalt, die entsprechende Besoldung gehen dann, glaube ich, ab A14 los, bis in die B-Besoldung. Da, glaube ich, der Oberbürgermeister von Magdeburg hat die B7. Das ist schon Ministergehalt ungefähr vergleichbar, das ist schon nicht schlecht. Oder Staatssekretär. Ja. Ist das in Zahlen? Ja, das ist natürlich jetzt, also eine A14 ist ungefähr so 5.000 Euro im Monat brutto und alles andere geht dann hoch. Also ich glaube, der Ausschussleben hat eine B2, das sind also auch keine Geheimnisse, weil das kann jeder nachlesen im Bundesbesoldungsgesetz bzw. auch im Landesbesoldungsgesetz, da stehen die einzelnen Stufen drin. Ich glaube, ein Ausschussleben, der hat die B2 und das sind so um die 7.500 Euro. Ja, so in der Dreh, passt das schon. Und noch dazu darf man nicht vergessen, also jeder, der Beamter ist, hat natürlich auch ein paar andere Vorteile noch. Die Steuerlast ist nicht ganz so hoch, er hat bestimmte Sozialabgaben nicht zu zahlen, er braucht keine Rentenversicherung bezahlen. Also man hat schon relativ viel von Brutto auch netto. Also anders als wenn man irgendwo sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist. Aber das ist eine andere Kiste, da würde ich auch hier keinen Sozialneid wecken. Es ist nur eben manchmal verständlich, warum sich der eine oder andere doch bewirbt für so eine Funktion, obwohl er eigentlich vielleicht nicht unbedingt die Voraussetzung hat. Da haben wir also sehr viele Fälle in Sachsen-Anhalt. Da sollte man sich schon überlegen. Gut, jetzt können wir bitte. Nee, jetzt. So, nochmal zu den Wahlgrundsätzen. Wir haben also die allgemeinen Wahlgrundsätze, also allgemeine heißt, also jeder kann gewählt werden, jeder kann wählen. Wir haben unmittelbare Wahl, das heißt also der Bürgermeister wird direkt gewählt. Das war auch der Unterschied zum Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes. Also ich wurde nicht direkt gewählt, sondern durch den Gemeinschaftsausschuss, also indirekt. Dann freie Wahl natürlich, niemand darf irgendwo in seinem Wahlrecht beschnitten werden. Wir haben die gleiche Wahl, also Männlein, Weiblein, sonst irgendwelche anderen Dinge, die auch da keine Rolle spielen und geheim. Alle schon erlebt, also es wird dann in die Wahlkabine, wird darauf geachtet, dass man die Wahlkabine geht, entsprechend ankreuzt. Und dann die Amtszeit beträgt 7 Jahre beim Bürgermeister, im Gegensatz zum Gemeinderat. Gemeinderat sind 5 Jahre. Die Amtszeit 7 Jahre und wird gerechnet von dem Tag des Amtsantrittes. Das heißt, wenn ich am 30. April gewählt werde und das Amt erst am 1.7. antrete, dann gelten die 7 Jahre erst ab da. Das hat eine Bedeutung auch, weil es sehr viele natürlich aufgrund auch der Lukrativität der Funktion sehr viele Klagen es gibt gegen Wahlen, gegen Wahlergebnisse. Und dann kann das durchaus sein, dass mal von dem Tag der Wahl bis zum Tag des Amtsantrittes ungefähr vielleicht
zwei Jahre, habe ich auch schon erlebt, möglich sind. Dann gelten halt die 7 Jahre ab dem Tag, also 2 Jahre später erst. In der Zeit kann ein Bürgermeister bestellt werden, das ist aber eine andere Kiste, das würde heute in den Rahmen springen. Wichtig nochmal, Mindestalter sind für den hauptamtlichen Bürgermeister 21 Jahre, das heißt vorher braucht also keiner kandidieren, er wird nicht zugelassen. Und, also kandidieren kann er, er wird aber das Amt nicht antreten dürfen. Beim Ehrenamtlichen sind es 18 Jahre und der hauptamtliche Bürgermeister muss mit 65 in Pension gehen. Er kann also nicht sagen, Mensch, ich bin jetzt mit 63 gewählt worden und meine Amtszeit sind ja 7 Jahre, also könnte ich ja bis 70 arbeiten, das funktioniert nicht. Er muss dann mit 65 gehen. Das ist also auch zum Beispiel beim Landrat vom Bürgerkreis hat das eine Rolle gespielt im Wahlkampf. Der ist 58 gewesen, als er kandidiert hat und gewählt wurde und geht also definitiv mit 65 dann in den Ruhestand. Das heißt also, die Leute haben ihn für diese eine Wahlperiode gewählt. Das ist kaum eine Chance. Also er hat keine Chance, dass es da irgendwann weitergeht. Inwieweit man jetzt das Beamtenalter, das Pensionsalter an die allgemeine Rentenentwicklung anpasst, das weiß ich nicht. Das muss man sehen. Kann ich jetzt so nicht sagen. Es gibt da Bestrebungen, aber da ist hauptsächlich die Polizei dagegen. Und gewählt ist, wer also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen hat. Und wenn das dann beim ersten Wahlgang nicht funktioniert, gibt es in der Regel 14 Tage später nochmal eine Stichwahl zwischen den beiden, die die meisten Stimmen haben. Es gibt dazu noch ein paar Verhinderungsgründe, dass man also nicht Bürgermeister in mehreren Gemeinden gleichzeitig sein kann, kein Gemeinderat sein kann oder Ortschaftsrat gleichzeitig, kein Landamtlicher Beamter der eigenen Gemeinde, aber das hat der Olaf alles schon so mit angerissen, das passt da ja alles mit rein. Hier darf jetzt nicht missverstanden werden, der Bürgermeister ist per Gemeindeordnung, also per Gesetz, ist der Bürgermeister automatisch Mitglied des Gemeinderates. Also in dem Moment, wo er gewählt wird, ist der Bürgermeister auch Mitglied des Gemeinderates. Er darf keiner Fraktion angehören. Das ist also auch ausdrücklich verboten. Obwohl, wie gesagt, das ist dann nur offiziell, wie er dann innerlich eingestellt ist. Also andere Kiste. Da gibt es also auch Beispiele. Also das ist dann zu der Wahl zu sagen. Ja? Also was mich wundert ist, ich glaube, ich hatte das in Halle mitbekommen, dass der Herr Böhnisch ja im Landtag, glaube ich, sitzt und gleichzeitig sich als ja, Oberbürgermeister aufgestellt hat. Warum gibt es diese Einschränkungen, wenn es aber eigentlich mit meiner Meinung nach mindestens genauso intensivem Job komischerweise zugelassen wird? Man muss da jetzt aufpassen. Also man kann grundsätzlich sich darum freie und allgemeine Wahl, man kann grundsätzlich zur Wahl stellen. Wir haben also zum Beispiel den Fakt, ihr habt in Barleben, der Bürgermeister war im Amt, weil seine Amtszeit ging 7 Jahre, der Gemeinderat war nur für 5 Jahre gewählt. Er hat also dann kandidiert, obwohl er von vornherein aufgrund dieser Bestimmung hätte sagen müssen, wenn sie ihn dann wieder wählen, dann müsste er entweder sein Bürgermeisteramt aufgeben, oder er hätte auf das Gemeinderatsmandat verzichtet. Er hat für die FDP kandidiert, hat die FDP-Liste angeführt, hat die auch aufgrund seiner Popularität als Bürgermeister zu einem grandiosen Ergebnis geführt, hat also mehr als das Dreifache der Stimmen des Nächstfolgenden. Aber er hatte, glaube ich, 1500 Stimmen und der Nächstfolgende auf seiner Liste, das waren nur 73 Stimmen. Also ein Riesenunterschied. Man hat also praktisch durch den Bürgermeister die Liste mitgezogen und die ganzen Nasen, die letztendlich dort eigentlich keiner wählen wollte und keiner haben wollte, die sind auf einmal alle mit drin gewesen und haben natürlich dann den Bürgermeister auch heute noch, stärken sie ihm den Rücken im Gemeinderat. Das ist eine wahre Freude, wenn man Barleben dort erlebt. Aber das andere Kiste, also zumindest kann jeder erstmal kandidieren. Und in dem Moment, wo er gewählt wird, da kann er dann entscheiden, was er macht. Das heißt also, ich kann, auch wenn diese Hintergründe alle schon beim Zeitpunkt der Kandidatur da sind, kann ich immer noch sagen, also ich gehe praktisch kein Risiko ein. Ja, der Landtagsabgeordnete, der hat sein Landtagsmandat drin. Und wenn er Oberbürgermeister geworden wäre, schön, dann wäre er ein Oberbürgermeister, hätte sein Landtagsmandat dann aufgegeben. Und das ist also so
für jeden relativ risikolos. So, zu der Rechtsstellung des Bürgermeisters, Gemeinderat und Ausschüssen. Wenn jemand zum Bürgermeister kandidiert, also ich muss jetzt auch sagen, ich habe jetzt den Wahlkampf von dem Christian Kunze nicht so verfolgt, dass ich jetzt nicht sagen kann, mit welchen Wahlkampfthemen er jetzt reingezogen ist, in erster Linie, konkret für die Stadthalle. Ja. Aber der Bürgermeister ist eigentlich nicht dafür da, zum Vordenker der Gemeinde zu werden. Der Bürgermeister ist eigentlich eine dienende Funktion. Der Bürgermeister ist eigentlich derjenige, der die Beschlüsse vorbereitet für den Gemeinderat, für seine Ausschüsse, so ähnlich als auch im Landkreis, beim Landrat eigentlich auch so. Es wird leider durch die Medien und durch die Öffentlichkeit viel mehr in diese Funktion rein interpretiert, als es eigentlich hergibt. Es ist ein reiner Verwaltungsposten. Das muss man so sehen. Klar ist er natürlich durch seine Repräsentationspflicht, die er hat für die Gemeinde, auch ständig in der Öffentlichkeit und bis hin zum Anstich beim Oktoberfest der Oberbürgermeister München oder irgend sowas. Alles so eine Dinge, die eine Rolle spielen. Aber seine Hauptaufgabe ist die Vorbereitung der Beschlüsse des Gemeinderates. Jetzt ist das eigentlich ureigenstes Piratenthema, wie das in den Gemeinderäten oder nach der Gemeindeordnung auch so gewollt ist. An für sich hat man gesagt, es gibt ein ehrenamtliches Gremium, es gibt also eine Personenmehrheit an Gemeinderäten, die sich dann irgendwo entweder in der Fraktion oder in Ausschüssen Gedanken machen, wie können wir bestimmte Veränderungen herbeiführen, wie bringen sie selber rein in den Gemeinderat, wissen natürlich oft nicht, ist das alles rechtlich zulässig, was sie da sich ausgedacht haben, das Haushalt, hat das haushaltsrechtliche Auswirkungen, hat das personalrechtliche Auswirkungen und dafür ist dann der Bürgermeister da, der muss das dann entsprechend prüfen, aber letztendlich sollten eigentlich die Ideen aus dem Gemeinderat kommen. Und der Bürgermeister ist dann derjenige, der das aufarbeitet und dann wieder zurückgibt, damit entsprechend beschlossen wird. Findet in der Wirklichkeit, gerade in kleinen Gemeinden, oft nicht statt. Da haben wir nach wie vor den Bürgermeister als den, der sagt, ich mache das, ich will das und bringt das dann noch rein und lässt das dann gleich fix und fertig, Beschlussvorlage vorbereiten, Wunderbereitung, legt das den Gemeinderat vor und dem bleibt eigentlich nur noch in der Regel dann ja oder nein dazu zu sagen. Also viel Änderungsmöglichkeiten gibt es da oft nicht, weil das auch schon gerade in den Ausschüssen vorher und dann letztlich im Gemeinderat noch schön zerredet wird. Und, also das ist eine komplizierte Sache. Aber von der Rechtsstellung, vom Willen des Gesetzgebers her hat der Bürgermeister letztendlich die Verwaltungsaufgabe. Er muss die auf Richtigkeit überprüfen, auf rechtliche Probleme, auf haushaltsrechtliche Probleme und dann dem Gemeinderat vorlegen zur Beschlussfassung. Er hat eine Informationspflicht zu allen Angelegenheiten, zu allen wichtigen Angelegenheiten, weil der Gemeinderat tritt in der Regel vielleicht ein- oder zweimal oder einmal im Monat oder alle zwei Monate zusammen und kann gar nicht wissen, was in dieser Zeit alles in die Verwaltung eingeflossen ist, was ist alles gekommen, was müssen wir vielleicht beachten, was ist für uns wichtig, gibt es irgendwo eine Klage gegen die Gemeinde oder irgendwas in dieser Richtung oder hat irgendwo einen Widerspruch gegen zum Beispiel einen Einspruch erhoben gegen Festlegungen aus dem Bauungsplan oder Flächennutzungsplan aus dem Richtung. Also das ist Aufgabe auch des Bürgermeisters, hier entsprechend die Gemeinderäte zu unterrichten. Er hat eine Widerspruchspflicht, das kam vorhin auch schon mit durch, eine Widerspruchspflicht gegen Beschlüsse des Gemeinderates, wenn diese rechtswidrig sind. Das ist auch also sehr viel Konfliktpotenzial, wobei hier der Bürgermeister immer auf der richtigen Seite ist, weil er halt verhindert, dass ein rechtswidriger Beschluss zustande kommt. Dieser Punkt ist eigentlich viel, viel schwieriger. Er kann also auch widersprechen gegen einen Beschluss des Gemeinderates, wenn er nur der Auffassung ist, dass es rechtswidrig ist. Hier haben wir das Problem, das wird auch oft missbraucht seitens der Bürgermeister, dass die also hier dann einfach einen Beschluss, der ihnen nicht passt, aber durch die Mehrheit des Gemeinderates zustande gekommen ist, dass sie ihn blockieren. So, und dann geht das hin und her. Und dann ist ja so, dann gibt es eine Frist über 14 Tage,
muss der Widerspruch dann nochmal, also muss dieses Thema nochmal behandelt werden durch den Gemeinderat, und wenn der Gemeinderat den Widerspruch dann nicht abhilft, dann gibt es die Möglichkeit, oder dann wird es der Kommunalaufsicht vorgelegt, die Kommunalaufsicht, die sitzt immer im Landkreis, die kann dann darüber nochmal befinden, und letztendlich gibt es dann die sogenannte Organklage zwischen den beiden Organen, Bürgermeister und Gemeinderat, sodass man das dann ausklagen könnte als Gemeinderat. Das tut sich in der Regel kein Mensch an, auch kein Gemeinderat, und insofern ist das hier ein sehr schönes Druckmittel für einen Bürgermeister, entsprechend bestimmte Dinge zu steuern und zu lenken. Ansonsten hat er eine Befugnis der sogenannten Eigenentscheidung. Er kann also, wenn es irgendwelche Dinge sind, kann er eine Eigenentscheidung treffen, ohne vorher den Gemeinderat zu fragen, muss es dann aber hinterher unverzüglich bei der nächsten Sitzung auf die Tagesordnung bringen. Es ist also so, dass der Bürgermeister zum Beispiel, wenn es darum geht, Geld anzulegen oder umzuschulden oder um sowas, wenn sich Zinsen ändern, dann kann ja durchaus, auch wenn bei größeren Summen aus Kassenführungssicht dann so eine Entscheidung treffen, wir legen das Geld jetzt woanders an, informiert dann hinterher den Gemeinderat, und der muss es dann eigentlich letztendlich akzeptieren, weil war ja eine eigene Entscheidung, kann er denn nicht mehr revidieren. Zur Tagesordnung noch mal so viel, das ist also auch wichtig, die Tagesordnung legt also beim hauptamtlichen Bürgermeister nie der Bürgermeister fest, sondern es legt eigentlich nach der Gemeindeordnung der Vorsitzende des Gemeinderates fest, im Einvernehmen mit dem Bürgermeister. Und Einvernehmen heißt andererseits wieder immer nur mit unbedingter Zustimmung seitens des Bürgermeisters, also das heißt, wenn der Bürgermeister sagt, nö, dann kann der Vorsitzende des Gemeinderates auch machen, was er will, aber letztendlich, nicht der Bürgermeister legt also die Tagesordnung fest, sondern der Vorsitzende des Gemeinderates. So, in der Gemeindeverwaltung haben wir dann die Verantwortlichkeit für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung. Wunderschöner Begriff. Sachgemäß heißt also in der Regel, es soll natürlich irgendwo rechtmäßig sein, kostenvernünftig sein, auch organisationsmäßig vernünftig sein. Das ist also so die sachgemäße Erledigung der Aufgaben. Und wir haben den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung, also sprich organisatorisch, vor allem aber auch Termine einzuhalten, eben nicht lange irgendwo, dass also es ewig dauert, bis irgendwelche Bescheide erlassen werden und in unserem. Das sollte eigentlich hier, und das, diese Bestimmungen des Bürgermeisters finden wir in der Landkreisordnung auch für den Landrat. Also es trifft insofern so oder so für die auch zu. Er regelt die innere Organisation, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, normalerweise darf niemand den Bürgermeister einreden, reinreden, wir diese Erledigung der Aufgaben und den ordentlichen Gang der Verwaltung. Wenn er zum Beispiel umschichtet oder irgend sowas oder neue Ämter schafft oder andere Ämter auflöst oder sie unbedingt in Fachbereiche oder was alles gibt, das ist eigentlich innere Organisation des Bürgermeisters. Da hat ihn keiner reinzureden. Der Gemeinderat hat nur über den Stellenplan, der immer Anlage zum Haushaltsplan ist, Möglichkeiten, ihm einfach die Leute nicht zu gewähren, die er bräuchte für seine Organisation. Also der Bürgermeister ist natürlich gerne, möchte immer sehr viel um sich haben. Er braucht dann wieder einen Pressesprecher, er braucht eine Sekretärin, er braucht dann vielleicht noch einen Fahrer, wenn es dann geht und sowas alles. Und dann kann er durch den Rahmen des Stellenplans der Gemeinderat dann entsprechend Einfluss nehmen. Wenn denen genug Geld da ist, wie zum Beispiel in der Gemeinde Barleben, dann selbst spielt das keine Rolle mehr. Dann werden das eben als Projekte ausgegliedert oder sowas. Also zumindest ist das ureigenste Aufgabe des Bürgermeisters, da kann ihn keiner reinreden. Geschäfte der Laufenverwaltung, Post, Porto, Transporte, Telefondienste und sowas alles, da gibt es also auch keine Möglichkeiten, dass ihm da irgendeiner reinredet. Und er ist natürlich verantwortlich für den Vollzug der Beschlüsse des Gemeinderates. Das ist dann so, wenn der Gemeinderat per Satzung zum Beispiel Straßenausbaubeiträge beschlossen hat, dann hat der Bürgermeister die Aufgabe, seine Verwaltung entsprechend aufzufordern und zu befähigen, dass die also dann auch diese Satzung soweit vollziehen können.
Dann gibt es noch diese Zuständigkeiten per Gesetz. Es gibt also die übertragenen hoheitlichen Aufgaben des Zivilschutzes. Die nimmt ihm auch keiner weg. Das ist also seine feste zugeordnete Aufgabe. Und dann die Geheimhaltung, aber die ist sowieso in dieser Richtung. Das Ganze trifft dann letztendlich in abgespeckter Form auch auf den Verbandsgemeindebürgermeister zu. Er nimmt also, wie gesagt, diese Aufgaben des Bürgermeisters wahr im Rahmen der Verbandsgemeinde. Er berät und unterstützt die Mitgliedsgemeinden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, ohne ihnen irgendwo eine Weisung erzählen zu dürfen. Also er hat keine Weisungspflicht gegenüber den Mitgliedsgemeinden. Er wirkt im Einvernehmen mit dem Mitgliedsgemeindebürgermeister und er muss schriftlich berichten über die Ausführung der Beschlüsse. Und hat auch hier wieder eine Widerspruchspflicht bei Rechtswidrigkeit von Beschlüssen, kein Widerspruchsrecht bei Dingen, wenn er der Meinung ist, das ist für die Gemeinde nachteilig. Dieses Widerspruchsrecht liegt dann in dem Falle bei dem ehrenamtlichen Bürgermeister. So, das wäre jetzt erstmal mein Part zum Bürgermeister. Wenn jetzt Fragen sind, Fragen. Es stimmt ja bei den Verbandsgemeinden und so, ja, Ortschaft, Fried und Ort, Bürgermeister, nennt man es ja umgangssprachlich. Die haben ja eigentlich nichts zu sagen. Warum gibt es die? Kannst du dazu was sagen? Ja, die gibt es dafür, um zum Beispiel zu sagen, ob der Festumzug rechts oder links rum durchdurft ist. Also, ja, die Ortschaftsverfassung ist ein Zugeständnis des Gesetzgebers im Rahmen der Verwaltungsreform und Gebietsreform. Dass man gesagt hat, Mensch, da waren früher selbstständige Gemeinden, die dürfen jetzt alle, die müssen irgendwo allein gemeindet werden, dann sollen sie wenigstens noch ihren Ortschaftsrat haben. Man hat ja sogar noch diese kleine Flucht durchgelassen, dass man sagt, wenn die selber irgendwann der Meinung sind, sie brauchen keinen Ortschaftsrat, reicht doch ein Ortsvorsteher. Aber ich glaube, da gibt es gar nicht so viele, die von der Möglichkeit Gebrauch machen, weil auch da hängt wieder Geld dran, man kriegt ja wieder als Ortschaftsrat auch eine Aufwandsentschädigung und so. Aber letztendlich hat der Ortschaftsrat Aufgaben im Rahmen der Hauptsatzung zugeteilt bekommen, bei der Bildung der Einheitsgemeinde. Da steht dann dran, er darf eben, was weiß ich, zum Beispiel über die Öffnungszeiten des Bürgerhauses bestimmen. Solche Dinge. Also es ist Pillepalle, also da habe ich mir den auch nicht weiter. Also nur eine kleine Folge, weil ich habe bei uns mitbekommen, in Altmann damals, in Kalbe, die Ortschaftsräte und so, denen müssen keine Befugnisse gemacht werden, sondern die Verbandsgemeinde kann sagen, ja, sie dürft darüber bestimmen. Ja. Das ist kann. Weil es gibt bei uns zwei so eine Dinger, der eine Oberbürgermeister macht einfach und darlegen und teilt. Also, wenn diese Einheitsgemeinde auch die Mitgliedsgemeinde einer Verbandsgemeinde kann eine Einheitsgemeinde sein, ja, wenn die, was weiß ich, nur drei, vier Orte um sich herum eingekreist hat, dann können die bei der Bildung diese Gebietsänderungsvereinbarung, die da können die sagen, okay, wir beschließen eine Hauptsatzung, da stehen für euch noch die und die Befugnisse. Oder Friedhof ist da Regel dabei. Also alle die Dinge, die wirklich nur reinweg die Ortschaft betreffen. Ja. Das ist, glaube ich, auch, oder es ist so, dass Ortschaftsräte Empfehlungen geben dürfen. Ja. Und sie denken nur, dass sie Beschlüsse fassen dürfen, was gar nicht so ist. So, du kannst jetzt in der Bestelle, es geht Feuer, was man noch machen kann. Zum Beispiel, wie teuer ist es, wenn wir das Dorfgemeinschaftshaus mieten? Sowas darf ein Ortschaftsrat. Ansonsten hat ein Ortschaftsrat eigentlich überhaupt, ich darf es jetzt mal anführen, keine Macht mehr. Sie denken aber, dass sie sehr, sehr mächtig sind. Sie können Empfehlungen geben und diese Empfehlungen gehen dann in den Stadtrat hinein. Und das sind nur Empfehlungen. Und ich will aber auch nicht sagen, dass ich das zum Beispiel gutheiße, weil ich finde, gerade im Rahmen der Gebietsreform ist sehr viel Basisdemokratie verloren gegangen, weil die Leute vor Ort, die können am besten einschätzen, was sie vor Ort regeln können und was sie machen können. Und, aber es wird letztendlich nachher immer wieder vom Gesamtgemeinderat so ausgehebelt. Deswegen frage ich, weil ich habe von denen geschritten, was pachten. Der Ortschaftsrat, der fand das toll, weil das Ding da in 15 Jahren leer stand. Und die Verbandsgemeinde da hat dann gesagt, oder Einheitsgemeinde, nee, ist nicht, weil das wollten wir ja eh abreißen, obwohl das teurer wäre, als wenn ich das gepachtet hätte und modernisiert hätte. Nur eine kurze operative Frage, weil ich komme kurz weg, war wegen unserem Wahlkampf. Hattest du was zur Kommunalaufsicht gesagt? Na, nur, dass im Rahmen des Widerspruchsrechts, dann, wenn der Bürgermeister Widerspruch eingelegt hat und der Gemeinderat sagt, nö, dass alle den Kommunalaufsicht anrufen können. Dann geht es zur Kommunalaufsicht. Kommt, dann haben sich da doch noch andere Aufgaben. Ja, aber das wird angerufen werden. Ja.
Was noch eine Frage? Wie zeitgemäß findest du denn dieses Amt des Bürgermeisters noch? Findest du, dass es noch eine Zukunft hat, oder sagst du oder glaubst du, dass es vielleicht durch andere Gremien oder ähnliches ersetzt werden könnte? Also ich sag mal, eine Verwaltung könnte sich zum Beispiel auch ja irgendwie eine Art Kontrollgremium schaffen oder keine Ahnung. Also siehst du, dass das Zukunft hat? Also glaubst du, wir brauchen auch in den nächsten 60 Jahren noch Bürgermeister, oder glaubst du, dass wir eben... Nee, ich verstehe das schon, aber also grundsätzlich wird, solange das bundesdeutsche Recht sich nicht ändert, wird es diese Funktion geben müssen. Man braucht immer einen August, der irgendwann mal greifbar ist. Also es ist so, es ist sehr schwer, Personenmehrheiten, Personengruppen für was verantwortlich zu machen. Nochmal zur Straßenausbaubeitragssatzung, weil das vorhin kam. Es gab also in Sachsen einen Fall, da hat man den Gemeinderat, weil der gesagt hat, der Bürgermeister hat gesagt, wir müssen, er hat hier auch gewarnt, wir müssen so eine Satzung beschließen, weil der Gesetzgeber das vorgibt. Der Gemeinderat hat das verneint. Hat gesagt, per Mehrheit nicht. Hat dann sich so ein Staatsanwalt, glaube ich, war es, gefunden und hat dann den gesamten Gemeinderat vors Gericht gesetzt. Und die sind hinten runtergefallen, weil der Gemeinderat ist nicht greifbar. Es ist nur dieser Bürgermeister greifbar. Ja, zwei Sachen. Einmal zu diesen Ortsbeiräten, sieht man auch bei uns ganz genau. Wir haben auch so eine Satelliteneingemeindung rund um das auch. Und wir haben jetzt das riesengroße Problem, dass da eine Brücke gebaut wird und die Zufahrt im Prinzip zum Krankenhaus von den Satellitengemeinden beeinträchtigt wird, also für Rettungswagen und so weiter. Und da haben sich im Stadtrat dann die Ortsbeiräte natürlich beschwert, dass da eventuell eine Rettungsspur eingerichtet wird, durch den Stau durch die Baustelle, und wurde aber von der Stadt einfach abgebügelt, indem sie gesagt haben, es wird kein Stau geben. Dann kann man ja machen, was man will. Und Leo, zu deiner Sache, Bürgermeister zeitgemäß, also ich finde das schon eigentlich eine tolle Sache, wenn man so einen Bürgermeister hat, weil der hat ja auch Repräsentativpflichten. Also mal einen Kindergarten eröffnen und mal eine Schule eröffnen und da mal irgendwo eine Rede halten oder sowas. Wenn man da jetzt so ein Gremium hat aus 20 Leuten, wer soll das dann machen? Also die Leute brauchen auch irgendwie in der Stadt einen Bezug zu irgendeiner Person. Die brauchen immer Gesicht. Und von daher würde ich sagen, das ist schon eine tolle Sache. Also Weihnachtsmannschaft mal auch nicht ab. Gut, da arbeiten wir dran. Okay, noch Fragen? Ja, dann bin ich soweit durch. Dann kann Andrea rein.